Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zum ersten Teil von Musiktheorie. Heute das Thema Intervalle. Vermutlich noch die nächsten vier Vlogs, keine Ahnung wie lange ich brauche, das Thema Intervalle. Wir fangen heute an mit dem kleineren und vielleicht auch einfacheren Teil. Ich will euch in jeder Folge Bereich der Intervalle zeigen. Wir werden Hörbeispiele machen. Immer am Ende kommen 5 Hörbeispiele. Ich werde vielleicht auch noch einzelne Vlogs machen mit nur Hörbeispielen, wo ihr erstmal nur hört und dann immer die Auflösung bekommt. Das machen wir auch heute so. Ich zeige euch ein paar Liedanfänge oder Eselsbrücken, wie ihr euch Akkorde merken, Intervalle, nicht Akkorde, Intervalle merken könnt. Aber erstmal, was ist überhaupt ein Intervall? Für die, die es nicht wissen, es kommt aus dem Lateinischen und ist der Raum zwischen zwei Schanzpfählen, wenn man es relativ genau nimmt. Was auch immer das bedeuten möchte und was auch immer Schanzpfähle sind, ich weiß es nicht. Aber es ist der Abstand zwischen zwei gleichzeitig oder nacheinander erklingenden Tönen. Das heißt, es gibt 8 nennenswerte, es gibt natürlich noch viel mehr, aber es sind 8 nennenswerte Intervalle. Das ist die Prim, die Sekunde, die Terz, die Quart, die Quint, die Sechste, die Septime und die Oktave. Und heute beschäftigen wir uns mit den reinen Intervallen. Was heißt reine Intervalle? Es gibt Intervalle, die gibt es in groß und klein. Und es gibt Intervalle, die haben diese Unterscheidung nicht. Die gibt es nur in einer einzigen Form. Und deswegen rein. Das sind die Prime, die Oktave, die Quart und die Quint. Und wir fangen an mit der Prime und der Oktave. Die sind eigentlich relativ einfach, weil eine Prime ist das. Oder hintereinander gespielt. Ein und der gleiche Ton ist jetzt nicht so schwer rauszuhören. Das Einzige, wo das schwer rauszuhören ist, solltet ihr in die Verlegenheit kommen, Aufnahmeprüfungen zu machen für Musiktheorie, also für ein Musikstudium, wo ihr dann Musiktheorie, Gehörbildung habt. Die sind manchmal so fies und spielen das in einer verdammt tiefen oder verdammt hohen Lage und spielen aber die Töne immer nur gleichzeitig an. Und dann ist das manchmal gar nicht so einfach, die Oktave von der Prim zu unterscheiden, weil die Oktave ist dann nämlich das hier. Na? Schon in der Lage relativ klar, dass das 2 Töne sind. Aber wenn ich das jetzt ein bisschen tiefer spiele und nur einmal Anschlag, oder sehr, sehr viel höher, dann ist das schon gar nicht mehr so klar. Aber macht euch keinen Stress. Im Normalfall alles in angenehmen Lagen zu hören, da habt ihr eigentlich keine Probleme. Die anderen beiden reinen Intervalle sind Quart und Quint. Die Quarte ist von der ersten auf die 4. Stufe. Bei Stufe meine ich immer in einer Tonleiter gedacht. Also zum Beispiel C-Dur-Tonleiter ist die Quarte das C und das F. Ja? Oder in F-Dur das F und das B. Soweit klar? Sehr gut. Wenn man eben in Stufen denkt, dann kommt man auch nochmal drauf, warum das rein ist. Die Quarte ist, bleiben wir mal bei C, immer C und F. Egal ob Dur oder Moll oder sonst irgendeine Kirchentonart, das ist immer C und F. Na, das mit den irgendwelchen Kirchentonarten lassen wir mal weg. Bleiben wir mal bei Dur und Moll. Es ist immer C und F. Oder eine Quinte, C und G. Ihr werdet im nächsten Vlog sehen, bei einer Terz zum Beispiel ist das anders oder bei einer Sechste. Ja, hier mal, dass ihr was hört, eine Quart. Und auseinander.
und eine Quint. Soweit mitbekommen? Ich merke mir das immer ganz gerne über Liedanfänge. So bin ich reingekommen mit den Sachen. Mit der Zeit merkt man sich die Sachen dann auch so. Jetzt muss ich ein bisschen spickeln. Deswegen war mein Blick auch die ganze Zeit auf dem Bildschirm. Die reine Quinte. Nein, ich hatte es nicht hier. Die Erklärung. Quarte. O Tannenbaum. Na? Oder Love Me Tender von Elvis. Ja, das wären zwei Dinge. Bei der Quinte hatte ich nie was mir sofort im Ohr war, aber ich fand eine Quinte immer sehr, sehr einzigartig. Ein Power Chord zum Beispiel. Oder auch relativ einfach, wenn ihr sowas hören könnt, der obere Ton eines Dreiklangs. Na, hier. Das wäre auch eine Variante, die Quinte zu hören. Probiert's mal aus. Hier kommen einfach mal für euch 5 Akkorde. Was sage ich? Akkorde. Verdammt. Intervalle. Wir machen heute Intervalle, Herr Zirkler. So, 5 Intervalle hintereinander gespielt. Erst zusammen, dann getrennt. Dann den nächsten zusammen, getrennt. Und am Schluss blende ich ein, was wir für Akkorde gehört haben. Soweit mitgekommen? Sehr gut. Das war eine Oktave, eine Quart, eine Quint, eine Prime und nochmal eine Quint. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Beim nächsten Vlog geht es um Terzen, Sekunden, Sechsten und Septimen. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.